bedeutet BARF eigentlich genau? BARF bedeutet biologische artgerechte Rohfütterung. Das heißt, das basiert auf rohem Fleisch, die Fütterung. Da wird also nichts gekocht oder gebrüht oder gebrutzelt. Das wird roh gefüttert. Kann man dann auch mischen noch mit pürierten Äpfeln oder Möhrchen. Ja. Muss aber püriert werden, muss aufgespalten werden, sonst kann der Hund das nicht verarbeiten. Okay. Wie wichtig ist das richtige Futter für Tiere und warum? Ja, wir alle wollen, dass der Hund lange lebt, lange gesund bleibt und wir nicht so oft zum Tierarzt müssen. Da fängt es mit der Ernährung schon an. Viele füttern immer noch Trockenfutter, was auf Getreide basiert, ist für den Hundemagen nicht ausgelegt. Daher ist es wichtig zu schauen, was bekommt mein Hund, vor allem artgerecht. Der Hund kommt ja, stammt vom Wolf ab und da schauen wir halt, da möglichst naturnah zu füttern. Jetzt füttern wir unsere Tiere ja meistens nur aus Dosen, nicht? Fertigfutter, ja, aus Maßen. Genau. Gibt es denn da eigentlich Probleme bei der Umstellung? Nein, selten. Es gibt Hunde, die können die ersten 1, 2, manchmal 3 Tage ein bisschen Durchfall bekommen. Muss aber nicht, hat auch nicht jeder Hund. Das ist individuell. Das liegt einfach daran, wenn der Hund lange falsch ernährt worden ist, muss sich der Magen erst wieder umstellen. Ist ja wie bei uns Menschen. Ja, mal eine Woche so Sauerkraut-Diät oder sowas. Ja. Ne? Ja. Genau. Welche Menge an Futter ist das Richtige für mein Tier und gibt es da Richtlinien? Ja, Richtwert sind 2% vom Körpergewicht, ist aber ganz individuell abhängig von Energieverbrauch, Rasse, Alter, Gesundheit natürlich auch. Also ein Jack Russell zum Beispiel, der wird mehr benötigen als 2%. Das sind einfach so kleine Flitzpiepen, kann man wohl sagen. Die haben immer Energie und die benötigen sicher ein bisschen mehr als jetzt ein kastrierter Labrador. Ne? Also die kommen manchmal auch mit 1% aus und das reicht dann auch. Danach würde ich mich richten. Bei Welpen ist es wichtig zu sagen, die benötigen mehr. 4 bis 6% sagt man, manche vielleicht auch 8% vom Körpergewicht. Das muss man dann schauen und wirklich ausprobieren. Wenn wir Sport machen, brauchen wir auch mehr. Aber kleine Kinder essen ja auch noch keine Schnitzel. Mhm. Welches ist das Richtige für kleine Welpen? Welpen können auch BARF Complete bekommen. Da würde ich einfach schauen, anfangs bei einer Sorte zu bleiben, am besten BARF Complete Rind. Wichtig ist, das erste Jahr den Welpenzusatz mitzufüttern von Bellamy. Das ist ein Gemisch aus Calcium und Phosphor, weil der Bedarf einfach höher ist. Ne? Welpen brauchen da ein bisschen mehr und das müsste man zufüttern, ja. Das sind jetzt reichlich Masse an Informationen. Aber was raten Sie jemandem, der sich zum ersten Mal ein Tier anschafft, generell? Erstmal schlau machen natürlich über die Rasse. Was benötigt dieser Hund spezifisch? Natürlich über die Fütterung schlau machen. Vorteile, Nachteile, sollte man sich doch für Trockenfutter entscheiden. Was für ein Trockenfutter? Schauen, dass es kein Getreide enthält. Das ist ganz wichtig, das ist einfach nicht für den Hundemagen geeignet, braucht der Hund nicht, hat auch eine viel, viel zu lange Verdauungszeit von bis zu 12 Stunden, belastet den Hund nur und das meiste wird vor allem wieder ausgeschieden, ohne dass es verdaut wird. Das ist beim Fleisch nicht der Fall. Was mir jetzt noch einfällt an einer wichtigen Frage, es gibt Tiere, Katzen, Hunde, die sind Diabetiker, die müssen Insulin gespritzt haben. Wie sieht denn das da aus mit der Fütterung? Da am besten Tierarzt fragen. Also wir haben so ein paar Sorten bei den BARF Complete Spezialsorten, auch für ein paar Krankheiten, für gelenkkranke Hunde zum Beispiel, haben wir das BARF Complete Spezial Atro. Da haben wir ganz, ganz viele Kunden, die sind sehr glücklich damit. Trotzdem, gerade bei Diabetikern oder leberkranke Hunde, Rat des Tierarztes einholen, da halten wir uns zurück und da möchten wir auch keine Empfehlungen da aussprechen oder auch falsch beraten einfach. Wir kennen die Hunde nicht und wir kennen da keine tierärztlichen Meinungen und von daher